Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich euch heute wieder so einen kleinen Vision Run präsentieren. Heute wollen wir nämlich auch Sturmwind mal mit 5 Masken probieren. UG hatte ich ja letzte Woche geschafft und jetzt bin ich quasi beim, ich glaube, der dritte Versuch ist das jetzt. Mal gucken, ob quasi der Run was wird. Gebufft sind wir schon vollkommen, beziehungsweise geskillt haben wir auch richtig. Wir werden jetzt hier einmal durchstarten. Haben, wie ihr seht, die 5 Masken aktiv. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Sollte ich schaffen, dann werde ich euch am Ende natürlich selbstverständlich die Voraussetzungen zeigen, also was ich für Gear habe, was ich für Runen und diverses anhab. Aber jetzt müssen wir es erstmal packen. Ich habe jetzt vorhin quasi, hat es fast geklappt gehabt. Ein Viertel hat mir am Ende noch gefehlt. Da hab ich blöd am Ende verkackt tatsächlich, weil ein Mob mich gesehen hat, der mich eigentlich hätte nie sehen sollen. Hier, das ist es, ne? So grau. Das ist das Poison. Das haben wir jetzt einmal hier gelockt. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht wieder. Und dann würde ich sagen, pullen wir die mal alle mit. Setzen mal hier schon mal einen Pot ein. Ich hoffe nämlich, dass gleich hier die Tür offen ist. Oh nein, die Tür ist nicht offen. Okay, interessant. Dann können wir die Mobs hier mit rumziehen. Also ich habe jetzt in der Weak Aura einmal das Poison markiert, dass wir das schon mal sehen. Und jetzt werden wir die Mobs einmal hier um die Ecke ziehen. Und zwar die hier noch mit Hütet dazu. euch. Mal einmal triggern. Dann können wir jetzt nochmal zurück. Und ja, hier kann ich eigentlich HT ziehen. Dann haben wir es nämlich relativ schnell im Ding wieder. Oh, ich werde jetzt euch. gefeart. Egal, wir sind aber giftet. Wunderbar. Gestunt auch noch. Alle CC drauf. Ich ziehe hier am Anfang HT nicht unbedingt, weil es notwendig ist, sondern einfach, dass ich es dann nochmal habe. Weil sonst ist es tatsächlich ein bisschen wasted. Und ja. Ich will es im Optimalfall halt dreimal ziehen in dem ganzen Fight. Also sprich ganz am Anfang, dann bei einem Boss in der Mitte und dann am Ende nochmal, also beim Endboss. So ist zumindest der Plan. Ob mir das natürlich komplett zeitlich ausgeht, weiß ich jetzt noch nicht. Das müssen wir mal noch gucken. Da habe ich noch nicht genug Referenzdaten oder nicht genug Runs gemacht, um so ein bisschen ausloten zu können. Ich bin ja immer noch ein bisschen überlegen, ob ich ein paar Sachen noch umstelle hier und da. Aber ich denke mal, so im Groben müsste es eigentlich so passen wie ich spiele. So, und blöderweise, der erste Buff ist schon mal nicht da. Betrübt mich jetzt an der Stelle schon mal. Müssen wir mal gucken, ob jetzt hier der Bombenbuff da ist. Da habe ich jetzt blöderweise gerade gar nicht geguckt gehabt. Schauen wir mal. Ich glaube, es war auch zu, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Ich meine, es war zu. Müssen wir nachher nochmal schauen. Dann gibt es in der Bank noch einen Buff. Und ja, den habe ich jetzt vorhin in dem Run das erste Mal gesehen. Den Buff in der Bank. Da steht dann einfach nur ein Mob drin, den man umklopfen muss. Das ist eigentlich relativ gechillt. Schauen wir mal, jetzt werden wir hoffentlich gleich giftet hier. Ja, okay, giftet. Jetzt können wir einfach stehen bleiben und Reiner ehen. Nochmal eine E drauf. Ah, das Stunt-Viech ist auch noch da. Stunt werden will ich jetzt aber eigentlich eher nicht. Ziehen wir die da mal raus. So, eine Sekunde haben wir noch giftet. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt dürfen wir von nichts mehr getroffen werden, aber der ist eh fast down. Bisschen jumpen. Okay, passt. Achso, da sind sogar noch zwei am Leben. Gut, dann machen wir die Bomben. Achso, und ich könnte auch mal wieder so ein bisschen gucken, ob Tränke da sind, aber hier sehe ich tatsächlich nichts. Mittlerweile weiß ich schon so grob, wo ich. Warte mal, hier hinten ist ein Pinker, oder? Was ist das? Nehmen wir den mal mit. Firebreath müsste das sein, oder? Ja, genau. Perfekt. Ich finde, die sind immer relativ klein und ich habe da nicht so das Auge für. Deswegen muss ich mal relativ genau hingucken, ob irgendwas rumliegt. Die meisten sind jetzt nicht so stark, aber wenn du halt einfach 100 Sanity zurückkriegst. Ah, ja, die Tür ist auch, die ist auch zu. Aber wo ist dann noch ein Buff? Ich bin gerade echt am Überlegen, weil ich kenne eigentlich nur drei Stellen. Und ich dachte, es sind immer zwei aktiv. Keine Ahnung. Ja gut, muss man gleich mal gucken. Also dann wird der in der Bank auf jeden Fall da sein. Ist natürlich jetzt schlecht für mich. Halt, da war noch ein Buff. Pinker. Und hier ist ein roter. Was brauche ich? Ich brauche einen grünen Trank, ne? Für die Sanity tatsächlich. Warte mal, ich habe irgendeine Bombe noch nicht angeklickt. Warte mal, welche fehlt jetzt? Ach, da ganz hinten. Ich mach schon wieder echt hier ziemlich einen Kack. Verschwende schon wieder viel zu viel Zeit tatsächlich. Hier. Ach.
Weil ich da auf die Tür geguckt habe, habe ich die vergessen. Okay, dann können wir jetzt gleich das Ding drücken. Food haben wir auch sogar in ein paar Sekunden wieder ready. Ja, gut, das müsste eigentlich dennoch ausgehen, dass ich wieder fast voll bin. Weil durch den müsste ich 200 bekommen. Und durchs Food gibt es dann nochmal 100. Schauen wir mal, wie nah ich ran kann, ohne dass ich den Breath abkrieg. Schade, dass ich jetzt. Aber jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder von ihm den Buff, ne? Ich ziehe jetzt aber meinen Laser nicht, dass ich den gleich bei dem einen Mob hab. Machen wir lieber hier ein bisschen weniger. Weil der nächste ist der Kill-Mob quasi. Der hat mir jetzt schon mehrmals quasi den Run gekostet. Nicht, weil ich an dem verreckt bin, sondern weil er meinen Buff getriggert hat. Und das willst du eigentlich nicht. Okay, warum sind wir jetzt noch im Combat? Okay, perfekt. Ah, okay. Wir haben doch relativ wenig, ne? Schade, ich habe halt keinen Sanity-Buff gefunden da drin. Blöd. Es läuft schon wieder nicht ganz so optimal, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich. Eigentlich müsste ich hier mit komplett voller Sanity reingehen. Jetzt muss der Proc kommen. Warum kommt der Proc nicht? Jetzt kommt er. Okay, also da geht man. Ah, vielleicht hätte ich vorher doch ausweichen können. Okay, das lief jetzt tatsächlich recht gut. Jetzt bin ich nämlich fast wieder voll. Die kann ich jetzt halt nicht interrupten, ne? Aber der Strahl hat den einen jetzt gekillt, weil die CC'en mich. Okay, der nächste Strahl hat den nächsten gekillt. Das lief jetzt tatsächlich auch recht gut. Müsste gleich wieder der Shit kommen, oder? Ach, da rein kann man. Ach, da drin gibt es sogar einen Rare. Warte mal, ist das auch einer von den Buffs? Nee. Ich glaube, ich war, bin da noch nie reingegangen. Hier ist ein grüner Trank. 100 Sanity sind es. Habe ich zum Glück schon mal einen grünen erwischt. Aber in dem Gebäude war ich noch nie drin, fällt mir gerade auf. Okay. Fuck, der hat jetzt hier giftet, geprockt. Jetzt muss ich den schnell töten. Habe ich denn noch 7 Sekunden? Nein, er hat mich gestunt. Okay, das lief gut. Volle Sanity jetzt an dem im Start. Jetzt muss das Ding hier spawnen. Komm, ich futter das jetzt und dann gehe ich direkt auf Sean. Habe ich. Ah, nee, ich habe noch kein HT, ne? Ah, soll ich es riskieren? Scheiß drauf, ich riskiere es einfach. Ich habe ja. Und der Shit gleich wieder. Ah, die Zwielichtskacke ist nach vorne weggegangen. Das ist natürlich jetzt bitter. Da muss ich ihn halt eigentlich immer angucken, aber mit den Augen darf ich ihn halt nicht angucken, ne?
Spiel ist halt hier komplett auf Safe. Perfekt. Jetzt kehrschen wir. Kann ich nämlich angucken und durchdingsen. Das Viech, das gespawnt ist, war tatsächlich jetzt ziemlich gut. Jetzt ist mir das nämlich alles egal. Jetzt kann ich nämlich auf ihn durchziehen. Fuck, jetzt, warum muss der dann nochmal despawnen? Wo ist er denn jetzt? Kann man jetzt nicht am Ende noch irgendeine Kacke bauen? Okay, das war jetzt eigentlich tatsächlich recht gut runtergespielt. Ich habe sogar hier keine Orb benutzt, ne? In dem ganzen Viertel. Ich habe nur alle drei Orbs. Okay. Also im Gegensatz zu dem Shitrun, den ich vorher hatte, war das jetzt recht gut gespielt. Jetzt kann ich mal noch gucken. Hier kann ich theoretisch noch so ein paar Tränke mitnehmen. Komm, das machen wir doch. Nehmen wir den Trank mit. Ich dachte gerade, da liegt auch noch ein Trank, aber da war nichts gelegen. Ich kann auch gleich wieder fooden. Ich habe diesen Kack-Slow-Buff drauf. Jetzt nehmen wir das noch mit. Da haben wir sogar noch zwei Kisten. Fuck, jetzt bin ich hier giftet. Das ist jetzt nicht gut, tatsächlich. Das ist jetzt tatsächlich nicht gut. Na ja, komm, dann mache ich jetzt die weg. Der nicht, ist der nicht down? Ach, da hinten ist noch ein Mob. Esse ich einmal. Ah, ich brauche eigentlich jetzt bei dem Big Pull brauche ich jetzt einen Gifted Buff. Das hilft alles nix. Soll ich ihn trotzdem machen? Was haben wir da für einen Trank? Rot. Rot ist defensiv. Scheiße. Komm, ich scheiß drauf, ich gehe jetzt auf. Da ist ein blauer. Den muss ich mir holen. Da ist ein grauer. Ich darf den Boss einfach jetzt nicht pullen. Dann mache ich es so. Muss ich, komm, ich ziehe jetzt hier einfach HT. Brauch für den Boss nämlich den scheiß Gifted Buff tatsächlich. Okay. Jetzt können wir hier alles gezogen. Wenn ich den Gifted Buff habe, kann ich mir alles stehen bleiben. Auf das habe ich nämlich jetzt gewartet. Wenn ich den jetzt ohne Gifted Buff gepullt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich gerippt gewesen. Aber jetzt haben wir mir ewig viel geistige Gesundheit hergestellt. Aber hier sind richtig viele Tränke. Komm, den Laser mal danach einfach. Fuck, da muss ich raus. Jetzt haben wir uns da ein bisschen eingewollt, kann das sein? Jetzt sind wir fast voll mit der geistigen Gesundheit. Ich habe nur alle Orbs und mein Free Death ist auch noch da. Also, ich habe es jetzt ziemlich gut gespielt. Jetzt darf ich es am Ende halt nicht verkacken, ne? Schauen wir mal. Was darf ich nicht nehmen? Das ist der Poison Buff, ne? Das hier ist der grüne. Den darf ich nehmen. Hat geistige Gesundheit drauf. Okay. Ach, den. Achso, warte mal, das ist wieder ein Poison Buff. Der graue, den darf ich nicht. Ding muss ich noch machen. Wahrscheinlich. Hier, Dings ist wahrscheinlich noch, ne? Offen hier, dieses Bankding. Also, die Buffs am Anfang lagen ziemlich schlecht, ne? Ich habe keinen der beiden Buffs am Anfang mitnehmen können. Fuck it, jetzt muss ich doch durch.
Lol, jetzt bin ich giftet durch so ein, irgend so ein kleines Viech geworden? Auch nicht schlecht. Ja, schau, die Bank ist offen. Weiß gar nicht, ob der mir geistige Gesundheit theoretisch abzieht. Ob der irgendwas Ätzendes kann. Ich ziehe jetzt hier mal keine CDs, weil es sieht nicht so aus, ob der irgendwas kann. Okay. Haben wir zumindest den einen Buff mitgenommen. Ich glaube, mehr gibt es hier tatsächlich gar nicht. Da ist noch. Was ist das für ein Trank? Ein roter, oder? Den kann ich mitnehmen. Gut. Jetzt kann ich gleich nochmal fooden. Und ich habe nur 3 Orbs plus Free Death. Eigentlich kann ich jetzt für so gut wie jeden Gammelmob eine Orb ziehen, ne? Aber ihr habt ja vorher gesehen, wie das bei dem einen in die Hose gegangen ist. Also das geht schneller bergab, als man tatsächlich denkt. Deswegen, ja, muss jetzt halt echt richtig vorsichtig rangehen. Jetzt spawnt der Scheiß. Aber da kann ich raus, perfekt. Weg, das können wir an allem stehen bleiben. Fuck, aber da hoch will ich jetzt laufen. Jetzt sind wir schon mal giftet. Oh, er spawnt hier. Machen wir erstmal den hier weg. Ja, G4. Gerade nur interrupted. Ah, jetzt bin ich da noch reingelaufen. Ich bin nicht mehr giftet worden. Bin am überlegen, ob ich für den jetzt eine Orb ziehe. Eigentlich wäre es aber halt ein bisschen useless. Aber ich muss fast eine Orb ziehen jetzt. Das ärgert mich jetzt. Nee, nee, nee. Schau mal, diesmal hast es wieder, man hat es wieder so schlecht gesehen. Aber ich dachte mir schon, dass es wieder kommt. Kommt gleich wieder das Ding. Mach das jetzt anders. Ich habe nämlich jetzt einen Plan. Ich laufe jetzt komplett hinten rum, dass ich das eine Viech nicht triggern muss. Okay. Da läuft er. Ach komm. Jetzt bleibt er gerade stehen. Ich muss hinten rum und die anderen Mobs killen. Ach komm. Ja, der sieht Unsichtbare. Ah, das kostet mich jetzt einfach so viel Zeit. Ich brauche noch irgendeinen Mob, den ich umhauen kann. Jetzt spawnt das Ding halt schon wieder.
Backhauen sie jetzt nochmal ihren 4 raus? Nee. Effekt, jetzt bin ich giftet. Sterb hier fast. Alter. Habt ihr gesehen? Ich habe einfach nur auf den Gifted-Buff gepokert und alles, was ich hatte, auf diesen scheiß Mob draufgezogen. Weil wenn ich da rummoven muss, dann ist halt RIP. Also das war jetzt... Das war jetzt so kalkuliert tatsächlich. Also ich habe noch 2 Orbs, ne? Ich kann jetzt hier für den Dings eins ziehen. Für den Boss oben. Und für den Endboss kann ich noch eine Orb ziehen. Also theoretisch kann ich jetzt, bevor ich oben die Orb bei dem Boss ziehe, hier noch ein paar Mobs killen. Mir vielleicht auch noch hier Green Insanity. Und ich habe den Dings-Buff auch noch. Also eigentlich dürfte nichts schief gehen. Eigentlich, ne? Ihr wisst ja, wie das mit dem eigentlich ist. Ich habe halt am Anfang schön gespielt. Hat tatsächlich viel Wert. So, okay. Ja, genau. Irgendwas wollte ich hier machen. Und zwar das Makro austauschen. Kann ich das jetzt noch nicht placen? Okay, ich mache jetzt die Orb einmal. Und hier den Scheiß, okay. Okay, der ist da drüben. Fuck, habe ich da jetzt ein Ding gefressen? Ja, habe ich. Fuck, das Ding spawnt gleich. Nein! Shit, das habe ich jetzt übelst verkackt. Komm, jetzt lasern wir ihn noch. Okay, hätte ich vielleicht jetzt nicht... Okay, aber das ist schon mal der eine ätzende Boss. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Free Death noch. Gut, das eine habe ich jetzt ein bisschen verkackt, ne? Aber es war jetzt nicht so dramatisch, dass es mich killt. Jetzt habe ich fast alles für den Endboss. Ich habe sogar HT ready. Ja, ich habe jetzt eh gleich nochmal eine Orb. Also alles easy. Jetzt kann ich einfach noch ein paar Mobs killen. Dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug zusammen. Bis dahin habe ich die Explo und Ding wieder ready. Jetzt darf ich halt den Endboss nicht verkacken tatsächlich. Weil, den spiele ich noch nicht so gut. Also das letzte Mal mit 4 Masken war schon verdammt knapp. Ne? Ich hätte ihn fast halt... Ah gut, okay, ich hätte hier vielleicht den Dings-Buff... Hätte auch mit Buff reingehen können. Aber gut, es dauert so lange, bis der Boss getriggert ist, dass das eigentlich auch... Nehmen wir noch die Kiste hier mit und dann, ja... Aber das andere Gebäude ist offen. Ach, das ist der andere Dude, okay. Mit dem noch schnell weg. Gut, dann stellen wir die Orb drin auf. Und hauen hoffentlich den Boss. Ah,
Okay, dann einmal drauf da. Hütet euch. Musste wieder hinter den Dings ziehen. Ah, fuck, das Auge kriegt mich jetzt. Hütet euch. Ich spiele jetzt lieber auf Nummer safe. Das einzige Gute ist, das Sheep kriegt mich halt nicht. Ich musste nochmal LOSen hier. Ah, fuck it. Scheiße, das hat mir jetzt viel abgezogen. Perfekt, jetzt bin ich giftet. Wo ist sie? Komm her. Machen wir dich kaputt. 16 Sekunden giftet, da dürfte eigentlich jetzt nichts passieren. Perfekt. Oder? Das ist ja der 5-Masken-Run. Das sind halt nur ein, zwei Stellen. Ganz ehrlich, die ein bisschen schwierig sind. Das Schwierigste in der ganzen Instanz ist der eine Mob unter Mage Tower. Das ist das Allerschwierigste. Den einen Mob, du musst halt einfach eine Mobgruppe so pullen, dass du giftet wirst und den wegrödeln. Das ist das Einzige, was mich halt wirklich, wirklich schafft. Aber das war jetzt relativ easy tatsächlich. Haben wir nochmal so ein Häschen gekriegt, okay. Aber ich habe meinen Rücken-Upgrade verkackt, ne? Weil ich vorhin die zwei Runs verkackt habe. Das habe ich jetzt hier gekriegt. Den für 70er Handschuhe mit keinem Corruption-Effekt. Die sind leider schlechter als meine. Ja, gut. Und eine Waffenillusion. Die können wir mitnehmen. Zwei Pets, oder? Ne, ein Pet. Okidoki. Sind wir da auch durch? Was haben wir da jetzt für Achievement bekommen? Ah ja, okay, ich habe quasi 5 Masken Run SW Achievement bekommen. Und, ah, das ist eine Heldentat. Schießt alle Ziele in verströmten Visionen von Stormwind und Ogrimmar ab, während ihr einzelnen Bereich ohne Gruppe... Ah, okay, also das ist nochmal eine ohne Gruppe musst du das schaffen, mit 5 Masken. Okay, ja, nice. Haben wir das Meta-Achievement, beziehungsweise... Ah, das gibt auch noch einen Titel. Ah, Gesichtslose. Also, sprich, haben wir jetzt das Heldentat gekriegt, das normale Achievement. Und fürs Meta-Achievement muss ich halt den Umhang noch auf 15 kriegen, ne? Ich bin jetzt halt im Moment 12, heißt, es wird jetzt noch 3 Wochen dauern, bis der Umhang auf 15 ist und dann gibt es auch quasi das Mount. Heißt, die anderen Sachen habe ich jetzt halt schon ein bisschen vorher geschafft und das Time-Gegatete haben wir jetzt noch offen. So, dann gehen wir einmal hier raus, dann zeige ich euch noch die Skillung und die Sachen. Ich habe jetzt 3 Anläufe gebraucht, bis ich quasi jetzt den 5-Masken-Run geschafft habe. Beim ersten Run habe ich direkt in dem Rogue-Viertel bei den Trash-Mobs verkackt tatsächlich. Im zweiten Run habe ich bei dem einen Mob oben unter Mage Tower bei dem Mini-Boss quasi verkackt, weil der Stealth Detection hat und ich das tatsächlich nicht wusste. Ich mit Orbs noch ready reingelaufen, wollte die stellen, der hat mich im Stealth gesehen und Feierabend war es. Ne? Und jetzt am Ende besonnen sind wir da rein und haben quasi, ich glaube, ich habe da eine halbe Minute rumgemacht, um den Typen zu pullen, aber die Zeit war auf jeden Fall gut investiert, weil wir dadurch nicht gestorben sind, mit dem Gifted Buff ihn umhauen konnten, weil... Wenn du den Wall-Scheiß hast, plus die Voids, die ganze Zeit spawnt, du kannst nicht beides erwollen, du musst es mit dem Gifted Buff machen, alles andere funktioniert nicht. Und ich schaff's als Tank ihn in der Zeit umzuhauen. Ich denke mal, wenn ihr das als DD macht, müsst ihr das auch easy packen, weil ihr wahrscheinlich mehr Single-Target-Schaden fahrt als ich. Gut, jetzt kommen wir zur Skillung. Mit was habe ich gespielt? Ich habe einmal mit Dornranken gespielt, dann mit Wilde Attacke, das ist quasi mein Charge. Dann Gleichgewichtsaffinität, dass meine AE-Fähigkeiten eine höhere Range haben. Dann Typhoon, dass ich die Mobs wegnocken kann, falls sie eklige Casts wirken, dann kann ich sie einfach interrupten. Inker für Marspuls,
Erden wächte einfach defensive Fähigkeit und Beißen und Reißen, um nochmal ein bisschen mehr Schaden drauf zu kriegen, wenn die Mobs von Hauen betroffen sind. Dann habe ich im Hals einmal mit Anima gespielt. Das ist eine große Explo, macht recht gut Schaden. Dann Nullifikationsbarriere. Dann habe ich hier Stärke des Wächters gespielt. Gut, das ist irrelevant, das geht mir alleine. Es ist eine Heilung, die hätte ich nicht gebraucht. Aber hier 10 Verderbniswiderstand weniger, dass ich unter 40 bin. Und dann mit der Flamme haben wir hier noch gespielt. Und vom Gear her habe ich quasi mit 33 Corruption gespielt, also die ich jetzt noch aktiv habe. Und einmal haben wir hier, wie heißt es, Zwielichtsverwüsten drauf. Dann haben wir hier nochmal Zwielichtsverwüsten, ne, da haben wir Echoing Void drauf, wo ist mein zweites Zwielichtsverwüsten? Hier, also zweimal Zwielichtsverwüsten und einmal Echoing Void quasi, genau. Und dann von den Trinkets habe ich 2 Used Trinkets, quasi die beiden aus Mechagon. Das eine, was du über die Quest kriegst, mit dem Laser drin. Und das andere hier einmal mit, auch wieder ein Use-Effekt, wo man ein bisschen AE-Schaden auch noch mit zusätzlich macht. Genau, das ist soweit das Setup, das ich hatte. Hier das Azerit-Teil, ich kann das mal schnell anklicken, aber ich habe halt die genommen, die ich habe. Also die sind jetzt nicht besonders gut, ne? Also es macht vielleicht Sinn, hier mit einem, mit gekrümmte Klaue zu spielen, weil man doch relativ viele AE-Gegner gegen sich hat, aber ich habe jetzt nicht mal besonders, also ich habe keine besonders guten Azerie-Teile, wo ich euch raten würde, die braucht ihr auch, sondern ich habe halt einfach die genommen, die ich habe, und jetzt habe ich halt 3 Stück mit 480er Item-Level und die sind ganz okay, die sind, keins davon ist tatsächlich gut von den Dingern, ich habe sowohl für Single-Target als auch für AE ist keins davon wirklich richtig gut, aber sie sind okay und das hat ausgereicht. Genau, das war es eigentlich, was ich euch zeigen kann. Was ich für Vorbereitungen benutzt habe, da habe ich schon ein extra Video gemacht, und für die Weak-Auren, falls euch das interessiert, habe ich auch ein extra Video gemacht, werde ich euch, denke ich mal, am besten verlinken, und ja, damit verabschiede ich mich. Jetzt haben wir beides clear, heißt, von mir wird es jetzt wahrscheinlich keine Vision-Videos mehr geben, ich werde jetzt das Ganze einfach nur noch abfarmen, bis ich den Umhang auf dem maximalen Stand habe. Und dementsprechend, hier für das Achievement und dann halt auch für das Mount nochmal ein paar Münzen farmen. Genau, das war's soweit. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr quasi auch den 5-Masken-Run schafft. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.